So, und damit sind wir jetzt hier im Stationsinterface angelangt. Und wir sehen erstmal eine Menge Menüs hier. Links ein paar Schaltflächen, rechts nochmal ein paar mehr. Hier unten haben wir dann das Chatfenster. Das können wir erstmal ein bisschen größer ziehen. Das ist ein bisschen übersichtlicher dann, finde ich. Und ja, das interessiert uns jetzt erstmal nicht, deswegen minimieren wir das mal. Und in der Mitte sehen wir jetzt hier so eine komische grüne Überraschungsei-Kapsel. Das ist unsere Rettungskapsel. Und zwar, ja, das ist kein wirkliches Schiff, denn man kann da keine Ausrüstung draufstecken, also keine Waffen oder sowas in der Richtung. Aber man kann damit trotzdem rumfliegen. Und ja, am Anfang haben wir eben nur diese Rettungskapsel hier. Und hier unten haben wir dann unser Tutorial-Fenster. Und im Verlaufe dieses Tutorials bekommen wir dann unser erstes Schiff und Module bekommen wir geschenkt und erfahren so die Basics des Spiels. Deswegen klicken wir einfach mal beherzt auf Weiter. Ja, hier Aura ist eben unsere Ausbilder-KI. Die haben wir hier rechts auch nochmal in der Agentenübersicht. Hier können wir umschalten zwischen Gäste. Da sehen wir alle Spieler, die gerade auf dieser Station angedockt sind. Bei Agenten sehen wir NPCs, und bei Büros sehen wir dann verschiedene Corporations. Was es damit auf sich hat, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Und ich erkläre mal ein bisschen das Interface am Anfang noch. Hier links haben wir eine ganze Menge Schaltflächen. Inventar zum Beispiel, das ziehen wir erstmal hier runter, denn das bin ich so gewohnt. Und dann sperren wir hier mal das Interface, damit wir das nicht irgendwie aus Versehen wieder wegziehen oder so. Und hier oben können wir erstmal unsere Charakterübersicht öffnen. Den Chat haben wir hier, Personen und Positionen. Da können wir zum Beispiel nach anderen Spielern suchen und mit ihnen chatten oder sowas in der Richtung. Bei Eve-Mail können wir Nachrichten verschicken. Bei Ausrüstung können wir unser aktuelles Schiff begutachten und sehen, was für Waffen da gerade drauf sind und so weiter. Bei Markt öffnen wir, wer hätte das gedacht, den Markt und können dort eben Gegenstände kaufen und verkaufen. Bei Wissenschaft und Industrie können wir produzieren und forschen und sowas in der Richtung. Bei Corporation sehen wir Informationen zu unserer aktuellen Corporation. Okay, dann erkläre ich mal, was es damit auf sich hat. Es gibt bei Eve, wie auch in anderen Online-Spielen, Zusammenschlüsse von Spielern. Woanders heißen die dann zum Beispiel Gilden. Hier sind das die Corporations. Und schon zu Beginn sind wir jetzt in einer Corporation, allerdings ist das so eine Anfänger-Corporation. Und wir können jederzeit eben in eine andere Corporation wechseln oder uns auch eine eigene Corporation erstellen und bekommen dann dort Unterstützung von anderen Spielern und so weiter und so fort. Bei Karte sehen wir dann das ganze Eve-Universum. Bei Besitz, ich klicke einfach mal drauf, da sehen wir jetzt hier unsere ganzen Gegenstände, die wir bisher haben. Und bei Konto sehen wir ja unsere Kontodetails, verschiedene Abbuchungen, die hier durchgeführt wurden und so weiter und so fort, Transaktionen, Aufträge. Im Logbuch sehen wir zum Beispiel Missionsdetails und so weiter. Und bei Inventar sehen wir nochmal die Gegenstände, die wir jetzt hier auf dieser Station oder gerade in unserem Schiff zur Verfügung haben. Okay, das war es erstmal dazu. Dann fangen wir mal mit dem Tutorial an. Ja, wie gesagt, in diesem Tutorial bekommen wir unser erstes Schiff, Waffen und Verteidigungsmodule, ein brandneues Skill zum Trainieren und Startkapital. Ja, zu den Skills sage ich auch noch was. Dazu öffnen wir mal die Charakterübersicht hier oben und machen die auch mal ein bisschen größer. So. Jetzt sind wir hier direkt schon bei den Skills angelangt. Es gibt bei Eve Online sehr, sehr, sehr viele Skills. Und was jetzt die Besonderheit hier in Eve ist, das ist nämlich, dass die Skills nicht irgendwie durch häufige Benutzung trainiert werden, sondern durch Zeitaufwand. Das soll bedeuten, wenn wir jetzt irgendwie besser mit Waffen kämpfen wollen, dann wählen wir den Skill aus und sagen so, der soll jetzt trainiert werden aufs nächste Level. Und das dauert dann, ja, je nach Skill von ein paar Minuten bis hin zu ein paar Wochen oder Monaten sogar. Und ja, wir können so durch den Einsatz von Zeit eben unsere Skills verbessern, nicht durch Benutzung.
Hier haben wir zum Beispiel Electronics, den haben wir auf Level 3. Da gibt es pro Skill insgesamt 5 Level jeweils und wir könnten jetzt den auf Level 4 trainieren, das würde jetzt hier 20 Stunden dauern. Das Ganze läuft aber natürlich auch weiter, wenn wir offline sind, also man muss nicht irgendwie die ganze Zeit online sein oder so. Und es ist auch praktisch, dass man dann zum Beispiel, bevor man in den Urlaub fährt oder irgendwie sonst was, nicht besonders viel Zeit hat fürs Spiel, dann einfach einen Skill reinhauen kann, der 3-4 Wochen dauert und dann hat man an Skillzeit noch nichts verloren. So, ja, hier können wir die Tutorials fortsetzen, das brauchen wir jetzt nicht. Und ja, im Anfänger-Chat-Kanal können wir natürlich noch fragen, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Dazu muss man sagen, dass die EVE Online-Community generell eigentlich sehr, sehr ja, hilfsbereit und freundlich ist. Im deutschen Hilfskanal vielleicht nicht so unbedingt. Aber naja, wenn ihr mal Probleme habt, könnt ihr einfach im Chat fragen. Also im Anfänger-Chat-Kanal dann. Und da sollte dann euch jemand auch helfen. So. Jetzt bekommen wir unsere erste Mission von einem Agenten, und zwar von Aura. Da klicken wir einfach mal schön hier hin. Und ja, die Grundlagen heißt jetzt die erste Mission. Da müssen wir zu einer Stelle im All fliegen. Nehmen Sie Ihr Schiff. Aha, jetzt bekommen wir unser erstes Schiff. Und dann müssen wir einen Gegenstand von einem lokalen Kaldari Cargo Rig zurückbringen. Aha, da sehen wir gleich schon, was das auf sich hat. Und als Belohnung bekommen wir dann hier ein neues Skillbuch, Shield Operation. Den werden wir dann danach auch noch einsetzen. Akzeptieren wir erstmal die Mission. Und ja, jetzt blinkt hier unser Person- und Positionen-Fenster. Denn hier haben wir jetzt bei Agenten den neuen Agenten drin. Immer wenn wir jetzt mit dem Agenten sprechen und eine Mission annehmen, dann ist er automatisch hier oben drin. Ist ganz praktisch, dann findet man die auch wieder. Und hier im Missionslogbuch sehen wir jetzt hier die erste Mission und können dann mit einem Doppelklick einfach nochmal hier die Informationen uns anschauen. So. Und jetzt docken wir auch schon ab und los geht's, würde ich sagen. Da klicken wir einfach mal schön hier unten auf die auf den Pfeil und schauen uns mal den Weltraum an. So, da lädt hier noch ein bisschen was nach und zwar erstmal die Station. Ich zoome mal ein bisschen weg. Und dann dahinter noch ein Planet und ja, ihr seht schon, es ist alles ziemlich groß hier. Ich erinnere mich noch an Freelancer, das war so ein anderes Spiel. Da war irgendwie von den Größenverhältnissen, da war das nicht so ganz realistisch. Da waren die Planeten irgendwie auch nur, keine Ahnung, 2 Kilometer breit oder sowas in der Richtung. Also natürlich sollten die größer sein, nur sah das alles so klein aus. Aber hier finde ich es wirklich sehr, sehr cool gemacht, dass die Stationen schon riesig sind und dann die Planeten nochmal sehr viel riesiger. Und unser kleines Schiff ist dagegen wirklich ein Sandkorn am Strand des Weltalls oder so. So, jetzt sind wir abgelockt und ja, die Kamera drehen. Können wir einfach, indem wir die linke Maustaste halten und hier fröhlich rumdrehen. Wie in der Achterbahn, nur müssen wir jetzt hier aufpassen, dass wir nicht die Station voll kotzen. Und mit dem Mausrad können wir noch hier dran zoomen und zurückzoomen. Alles klar. Hier oben haben wir dann die Übersicht. Da sehen wir alle Objekte, die gerade in der Nähe sind. Zum Beispiel hier Spieler. Der eine ist jetzt weggewarpt, deswegen verschwindet er jetzt gleich. Dass das hier grün hinterlegt ist, heißt, dass sie in unserer Corporation sind. Also aha, das ist genauso ein Anfänger wie wir, der auch noch in der Kapsel hier ist. Dann haben wir hier oben noch das Panel ausgewähltes Objekt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Station auswählen, zack, dann sehen wir die hier oben auch und können zum Beispiel uns annähern oder andocken oder die Station umkreisen, was jetzt irgendwie nicht so viel Sinn macht. Und ja, zur Orientierung, da gibt es eben hier verschiedene Symbole natürlich im All und auch im Interface. Hier die unterbrochenen Rechtecke stehen für andere Piloten, die Kreuze stehen für NPCs. Zum Beispiel hier haben wir Kaldari Navy Fleet Admiral, also so eine Art Polizeischiff der Kaldari. Dann haben wir noch Stationen natürlich, die sind mit so einem durchgehenden quadratischen Quadrat gekennzeichnet. Und ja,
Das wäre es erstmal dazu. Natürlich, ihr seht jetzt hier, unser Schiff bewegt sich schon so ein bisschen, aber irgendwie ziemlich langsam. 172 Meter in der Sekunde. Hier unten haben wir auch noch so ein Interface, das wird aber später noch im Tutorial erklärt. Und, upsala, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir mit unserem Warp-Antrieb zur Missionsbegegnung hin warpen. Dazu können wir einfach hier oben bei Agentenmissionen auf den Missionsnamen klicken, die Grundlagen. Und dann haben wir hier erstmal die Agentenbasis. Aha, und hier unten Begegnung, Raumverwerfung. Da müssen wir hin. Deswegen klicken wir mal zu Position warpen. Und unsere kleine Überraschungseikapsel beschleunigt hier mit einem Affenzahn. Der Riesenplanet ist jetzt auch nur noch so ein kleines Sandkorn am Weltenarsch im Weltraum oder so. So. Ja, jetzt sind wir auch schon gleich da. Und bekommen dann unser erstes wirkliches Schiff geschenkt. Das ist ja auch verdammt großzügig. So. Da vorne ist es schon. Ja, alles klar. Da stand jetzt eben noch, mit der linken Maustaste können wir natürlich Sachen auswählen. Mit der rechten können wir dann ein Menü öffnen und da verschiedene Aktionen auswählen. Jetzt sollen wir uns hier an Bord des Anfängerschiffs begeben. Dazu machen wir einen Rechtsklick und wählen einfach mal schön an Bord gehen. Und zack, da sind wir in einem nagelneuen Ibis-Anfängerschiff. Die vier Rassen haben jeweils ein anderes Anfängerschiff. Und ja. Jetzt müssen wir hier mit dem Beschleunigungstor zum nächsten Raum, sage ich mal, gelangen. Auch später in den Missionen wird man immer wieder auf diese Beschleunigungstore treffen. Die sind sozusagen, ja, mit denen kann man warpen und kommt dann zum nächsten Raum innerhalb eines Missionskomplexes. Das Warpen geht auch ganz einfach mit Tor aktivieren. Und dann kommt hier schon Actionmusik. Yeah. 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 Ja, jetzt müssen wir uns nämlich einem Objekt annähern. Ich weiß auch nicht, irgendwie so richtig Action ist das jetzt auch nicht. Wir müssen hier die Struktur plündern. Und ja, es gibt verschiedene Container. Die werden immer mit diesem Symbol hier gekennzeichnet, mit so einer Art Raute, die so ein bisschen rund ist. Und da wählen wir einfach mal Rechtsklick und dann Frachtraum öffnen. Denn wir müssen hier unsere Pilotenzertifikate irgendwie abholen oder so. Im Rahmen des Tutorials. Und da öffnet sich auch schon das Fenster und wir können hier mit alles plündern. Können wir, genau, alle Gegenstände in unseren Frachtraum laden. Und da sind sie auch schon. So. Jetzt haben wir hier den Gegenstand geplündert und müssen wieder zurück zur Heimatstation. Dazu klicken wir auch wieder hier oben einfach mal auf die Grundlagen und dann hier auf Andocken bei Agentenbasis. Ich muss dazu sagen, dass es auch erst seit ein paar Monaten so ist, dass wir hier oben eben dieses schöne Auswahlmenü haben für die Missionen. Früher musste man das immer ein bisschen anders machen, entweder hier oben in der Übersicht, da ist ja auch die Station, da hätten wir auch einfach einen Rechtsklick drauf machen können und dann andocken. Das geht jetzt gerade nicht, weil wir warpen. Oder wir können auch im Weltall einfach irgendwohin einen Rechtsklick machen und dann bekommen wir da ein Auswahlmenü mit den ganzen Objekten, die wir hier finden. Es gibt zum Beispiel Asteroidengürtel, Planeten, Stationen und dann noch Sterntore. Da kommen wir dann überall noch später drauf zu sprechen. So, jetzt sind wir wieder hier an der Station und haben unser neues Schiffchen dabei.